Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, Knochen wieder hier. Heute mit dem Replay. Kein spezielles Flugzeug hier, welches ich fliege, sondern, wie man sieht, hier ist ein Messerschmitt 410. Hier geht es einfach nur darum, dass ich mich so gefreut habe, dass ich auch mal, weil ich es schon länger nicht mehr bekommen habe, den Erfolg Terror des Himmels bekommen habe. Das heißt, die meisten gegnerischen Abschüsse, oder die meisten Flugzeugabschüsse überhaupt, exklusive Teamkills, die ich nicht habe. Und dann ihr einfach mal Bock drauf, das irgendwie so zu zeigen. Ihr könnt ja auch wegklicken. Nein, nein, ihr guckt zu, ihr guckt zu. So, also Schlachtflugzeug Messerschmitt 410. Ich habe schon mal ein paar Videos mit denen gemacht, mit verschiedenen Modellen, obwohl die sich allen zu sehr nicht unterscheiden insgesamt. Also nicht jedes. Also manche haben nur, ich sag mal, minimale Modifikationen, die jetzt nicht großen Unterschied machen. Und auch die Optik bleibt dann eigentlich mehr oder weniger gleich. Vorne sieht man die fetten Antennen dran fürs Radar. Und ich werde mal gucken, dass ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Hey, warum auch nicht? Ich habe das hier so gemacht. Ich habe versucht, erstmal überwiegend schwerere Gegner, also schwerfälligere Gegner, so meiner Klasse ungefähr, also Schlachtflugzeuge oder Bomber, runterzusemmeln. Ich versuche auch alles so zu drehen hier, dass das hoffentlich noch relativ nachvollziehbar ist. Jetzt fragen sich bestimmt einige, wie viel hat er denn abgeschossen? 15? 20? So viel waren es leider nicht. Aber immerhin ist es so, dass auch hier so viel durcheinander ist, sodass man auch nicht die Möglichkeit hatte, denke ich jedenfalls, mit dem Schlachtflugzeug jetzt tatsächlich über 10 hinaus abzuschießen. Das ist zum Beispiel ein Lancaster-Bomber, aber der wird schon verfolgt, das ist ein anderer Messerschmitt. Ich glaube, den brauche ich mir auch nicht mehr holen, weil wenn... Ja. Replay ist schon ein paar Tage älter hier. Ich habe auch nicht mehr alles so im Kopf. Das heißt, manche Sachen kommen mir fast wieder neu vor. Die Donier ist zum Beispiel ein gutes Ziel. Und hier hängt es kurz. Okay. Habe ich auch noch nie gehabt beim Replay. Den kriege ich nicht weg. Da sollte man auch nicht weiter hinterher, denn bis man gedreht hat und so, der ist, der, also wirklich, man ist wahrscheinlich noch bei der halben Drehung oder einem halben Immelmann und der fetzt einen weg. So. Schuss, erster Kill. Das bietet sich natürlich an, gerade auch wenn man hinter den hinterher fliegt. Zack, bumm, und der nächste. Und haben wir schon mal Doppelschlag bekommen hier. Könnt ihr alles unten links in dem Chat sehen. Und früher mochte ich die Flugzeuge nicht so, aber ich mochte auch die BF-109 Modelle zum Beispiel nicht so. Mittlerweile habe ich mich da eingefriemelt und glaube, kann ganz gut mit denen umgehen. Und gerade die ME hier, 410er, die sehen einfach alle schick aus. Ich finde, die sehen voll geil aus. Die könnte ich mir gut als Düsenflugzeug vorstellen. Also einfach die Propeller vorne weg und dann Düsen ran und wuff, ab geht das. Dann hat es ein bisschen was von einer Arado auf eine gewisse Art und Weise. Illusion Sky Knight, ah, das wäre ein gutes Ziel gewesen. Man muss sich natürlich mit solchen Flugzeugen immer vernünftige Ziele rauspicken. Also wenn man Glück hat, fliegt einer auf einen zu mit dem Jagdflugzeug, dann kann man ihn natürlich auch wegsammeln, wenn man ihn nicht zu lange auf einen schießen lässt. Ansonsten würde ich mir immer so Ausschärler und schwerere Flugzeuge, so wie das eigene Minimum, raussuchen. Der Tupolev zum Beispiel. Ist auch gut, die kann man wegmachen, ja. Obwohl es natürlich schwierig ist, das ist natürlich knifflig, wenn die frontal auf einen zufliegen. Denn die haben auch eine fette Bewaffnung. Das darf man nicht vergessen. Nur weil sie gerade anbietet, dass man sie wegfetzen könnte, sollte man es nicht unbedingt machen. Oder vielleicht einfach abdrehen. Also die besten Angriffspunkte sind natürlich von der Seite und von hinten. Got your six, sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Was habe ich hier versucht? Ein Immelmann, oder? Mehr oder weniger. So eine Art Immelmann. So, da haben wir noch eine Junker 87. Ne, das ist keine Stuka. Kanonenvogel. Und weg ist er. Das
Das sah natürlich echt schick aus, wie so ein brennender Ball an einem vorbeifliegt da. Gut, 4 Kills haben wir schon mal zusammenbekommen. Bei dem Tor war Bowie hier. P47 werde ich nicht treffen. Das sollte man auch gar nicht probieren. Man sollte gar nicht probieren, da hinterher zu kommen. Ich habe zwar jetzt nur, weil ich dachte, es besteht eine Möglichkeit. Aber so wie die hochziehen, kann man eigentlich sich verabschieden. Von dem als Ziel, sage ich mal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man stirbt. Wenn auch andere da drumherum sind, dann kommt man dann durch. Der ist schon wieder mit einer Tournee unterwegs. Und auch ich werde beschossen. Das Blöde ist, dass die Heckschützen, obwohl sie eher Seitenschützen sind, und da gehe ich von dannen, leider nicht so gut sind. Ich weiß nicht, wie würde ich die beschreiben. Also ich habe schon mal kritisch getroffen, aber ich habe selten Kills dadurch, durch die Heckschützen hier. Beziehungsweise sind sie eher Seitenschützen, also der Seitenkanzeln, die sich halt nach oben und unten drehen. Es ist nicht so, dass sie komplett nutzlos sind, sonst hätten sie ja gar nicht angebaut werden brauchen. Aber also abgesehen von kritischen Treffern mache ich wenig Kills dadurch. So, jetzt bin ich mit der BF 109 unterwegs hier. G6 Modell. Mit dem Ding war ich glaube ich nicht so lange in der Luft. Ich glaube, ich habe einen Kill. Muss ich meiner Meinung nach Schlachtflugzeuge auch richtig geil machen, genauso wie Bomber sind eigentlich Air Domination Matches. Also da sammelt man auf jeden Fall viele Abschusshilfen und auch viele Punkte, wenn man es schafft, lange genug zu überleben und auch wirklich viel Infight ist. Deswegen sollte man zum Beispiel nicht mit britischen Bombern reingehen, meiner Meinung nach. Also die Wellington Bomber sind einfach zu schlecht, die sind überhaupt nicht dafür geeignet. Den hätte ja klappen können. Man muss alles. Und der ist weg. Aber ich glaube, ich bin auch gleich weg, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der hat mir leider den Flügel abgerissen. Das ist natürlich scheiße. Also sein Wrack hat mir den Flügel abgerissen. Das ist natürlich auch fetzig, wie er so weggeschlittert ist und so. Und ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Früher war ich tatsächlich darauf fixiert, nur so viel wie möglich abzuschießen. Ich wollte einfach so viel wie möglich wegballern, weil ich dachte, nur durch Kills bekommt man ja die Punkte und wenn man nichts abschießt, dann kriegt man auch keine Punkte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, früher war es auch so ähnlich. So ähnlich. Ich habe nicht gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es genau so war, aber ich glaube, so ähnlich war es. Und jetzt bekommt man halt mehr Punkte durch Aktivität, Kampf im Allgemeinen. Ich glaube, wenn ein Ziel angewählt wird, kriegt man ja auch schon Punkte. Weil man ja das System erkennt, okay, der hat ja einen Angriff, der will jemanden angreifen. Ich weiß noch, als ich weiß gar nicht, welcher Patch das war, ich glaube vom halben Jahr, nee, ein bisschen länger ist das schon her. Als dann alle mit ihren Bombern hier. Ich weiß noch, genau bei dieser Karte habe ich ein Video gemacht, wo man einfach. Da sind die Leute mit ihren Bombern einfach abgestürzt und haben schon unheimlich viele Punkte bekommen. Wupp, und der ist auch weg. Haben die unheimlich viele Punkte bekommen, nur durch Abstürzen lassen ihrer Flugzeuge. Das hat aber irgendwie nur bei den Bombern funktioniert, glaube ich. Und ich habe ja auch ein Video davon gemacht. Ich weiß gar nicht, welcher Patch das war. 1.53 könnte es gewesen sein. Oder 1.55, einen von beiden. Irgendwo ist ein Video mit bei, wo ich das einfach mal ausprobieren wollte. Ich habe das nur ein einziges Mal gemacht. Und das hatte ich ja dann aufgezeichnet. Weil War Thunder oder Gaijin ja auch angegeben hat, dass die sich dadurch Punkte gefarmt haben und natürlich dementsprechend auch Geld bekommen haben, dass das zurückgesetzt wird. Und noch am selben Tag. Ich habe das nämlich den Tag noch gelesen gehabt im Forum. Deswegen dachte ich mir, probiert das mal schnell aus. Und am selben Tag noch haben sie es auch ausgestellt. Da ging es tatsächlich nicht mehr. Wupp, und er ist weg hier. Wow. Also die waren schon recht schnell dabei, diesen Bug zu fixen. Oh, das klingt ja scheiße. Dieses Problem zu beheben, das klingt besser. Weil auch viele Spieler das gemeldet haben. Ich habe mich auch gewundert. Ich weiß noch, als der Patch fertig geladen war und ich gespielt habe, ich wurde, warum stürzen mir alle mit ihren scheiß Bombern ab?
Nachteil ist natürlich, dass dadurch auch das eigene Team natürlich Punkte verliert. Und deswegen war es natürlich auch ganz gut, dass sie das entfernt haben. Jetzt habe ich sehr viel natürlich gesagt. Ist ja natürlich klar. Und das war knapp. Das ist eigentlich ein dummes Manöver. Habe ich echt nur Glück gehabt jetzt. Bestimmte Manöver sollte man auch mit der Focke nicht in Bodennähe oder zu weit unten ausführen. Ja, ja, ja. Ich hoffe, der wird jetzt... Ja. Wenn man mal guckt, wie gefährlich der noch ist. Der schießt einfach weiter und könnte mich noch treffen. Weil er noch so ein bisschen seinen Wrack hochzieht. Und der hätte auch noch einen Kill bekommen, hätte er mich getroffen. Und abgeschossen. Das wäre möglich gewesen. Deswegen mache ich es auch manchmal so. Ich baller tatsächlich noch, wenn jemand einen verfolgt. Und ein Kollege schießt ihn weg, dann schieße ich auch noch auf das Wrack. Einfach, damit er komplett nicht mehr schießen kann. Damit er wirklich zerfällt. Und die ME auch noch weg. Das war's dann ja eigentlich auch schon soweit. Allzu viel wird nicht mehr passieren. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Schade. Ja, bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.